Jo, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr dabei seid. Wir haben heute ein festes Thema. Die Sendung steht unter einem Thema. Das Thema heißt Wald. Waldgeschichten. Ich möchte gerne mit euch über Dinge reden, die ihr im Wald erlebt habt. Das können schöne Sachen sein, das können traurige Sachen sein, das können Überfälle sein, das können schreckliche Funde sein, dass ihr irgendetwas gefunden habt, was für euch schlimm war. Es kann aber auch sein, dass ihr euch eventuell im Wald verirrt habt, vielleicht im Ausland, in Kanada. Es kann sein, dass ihr im Dschungel schon einmal gelebt habt. Wir können natürlich auch sehr gerne über hemmungslose Sexgeschichten im Wald reden, wenn ihr da etwas Besonderes erlebt habt, wie auch immer. Telefonnummer 0800 220 50 50, unsere kostenfreie Nummer. Oder mailt unter domian@wdr.de. Waldgeschichten, unser Thema heute Nacht. Natascha ist die Erste und Natascha ist 28. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Natascha. Ja, was hast du im Wald, erlebt? Ganz einfach, mein Partner und ich, wir stehen auf SM und wir machen den SM auch in dem Wald. Ach, ihr macht den SM-Sex im Wald? Genau, weil wir sind animalisch und wir lieben die Animalität, weil wir nicht die normalen Christen sind. Wir sind auf der anderen Seite, aber egal. Was, ihr seid nicht die normalen Christen, ihr seid auf der anderen Seite? Ja, was heißt das? Antichristen, wir sind die bösartigsten, also laut Neumund, die bösartigsten, weil wir sind Satanisten, aber wir töten keinen, aber das hat hier nichts zu tragen, weil wir haben hier Waldgeschichten und wir treiben halt unsere SM-Sache und unser Sex im Wald. Ja, immer? Bitte? Immer? Wie? Nee, aber oft. Immer. Also im Sommer jeden Tag, auch wenn ich meine Menstruation habe und am Winter ist meiner Kapelle, in abgelegenen. Ja. Ihr geht dann tief in ein Waldstück, das ihr kennt, oder geht ihr immer in andere Waldgebiete? Nee, immer in denselben, weil da ist unsere Aura und wir lieben diese Aura und wir können diese Aura nicht mehr leben. Ja, das habe ich nicht verstanden. Und ihr könnt diese Aura nicht erleben? Nicht, wir lieben diese Aura. Wir ihr liebt die, Aura, verstehe. Aura, so. Wo da ist und ohne die wollen wir nicht mehr leben. Ja. Ja. Komm her, ich werde ja ganz bombardiert mit, wir können mit der Aura nicht leben und wir sind Antichristen und konzentrieren wir uns mal auf dieses Thema mit dem SM-Sex im Wald. Was passiert dann genau da? Was macht ihr? Also er holt mich dann ab mit meinem Outfit schon, also Lack, Leder und Latex, Stiefel, hohe Ladengeschirr, also Halsband und fixierte Hände. So holt er mich ab und dann fährt er mich mit so in den Wald und dann befiehlt er mir, was ich zu tun habe im Wald und dies und das. Und ja, also dein Partner ist, was hat dein Partner dann an? Er hat einen Gothic-Rock an, also einen schwarzen, schweren Rock und ein Pentagramm-T-Shirt und ein was für ein T-Shirt? Pentagramm. Ein Pentagramm-T-Shirt. Also mit so einem Zeichen davon drauf. Ja, genau. Ja. Dämon drauf, schwarzmagisch und hat ein Amulett an und hat Reitgerte dabei und dann befiehlt er mir, Sachen zu tun. Da kann man ja eigentlich nur hoffen, dass man euch nie begegnet. Da wird er mir Angst und Bange. Ach was, er ist so ganz nett, aber wenn es im Spiel ist und dann sind wir ja nicht mehr in dieser Welt, sondern in einer anderen, wie zum Beispiel Hexenverfolgung, machen wir mal eine Szenerie oder Parodie auf schwarze Messen oder was weiß ich, keine Ahnung. Ja. Wir haben immer ein neues Thema. Aber ihr beiden seid immer allein, da sind nicht noch andere Leute dabei. Ja, und wenn sie kommen, da haben sie halt Pech gehabt, das ist unser Leben und wir leben unsere Neigung aus. Und okay, also aber ihr nehmt nicht gezielt Leute mit. Nein. Das ist eure Session, die ihr da veranstaltet. Genau. Vielleicht doch noch ein paar Beispiele, was er dann genau mit dir in dem Wald, wo ihr da immer hinfahrt, macht. Er bindet mich dann an einen Baum an, wie die Hände so wie am Andreaskreuz hängend. Tut er mich anbinden oder mal am Baum so am Stamm festbinden und dann kommen Gewichte an die Brustklammern, also an die Brustwarzen kommen Gewichte dran und Klemmen dran, an den Schamlippen kommen auch Gewichte dran und Klemmen und peitscht mich aus und verbalische Erniedrigungen und Anspucken und anurinieren. Also, es geht schon heftig zur Sache. Ja, bei uns ist das heftig. Ja, und das passiert tagsüber oder in der Nacht? So gegen Abend. Also an einem lauen Sommerabend?
Genau. Da macht vielleicht der eine oder andere Rentner einen kleinen Spaziergang durch den Wald. Und die werden wirklich dann in Angst und Schrecken versetzt, wenn... holen sie ihren Schwanz raus und wichsen dabei, verstehst du? Ist euch das passiert schon? Ja, und lass doch, das ist doch Sinnesfreude pur. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sicher, also es sind schon Leute vorbeigekommen, während ihr das gemacht habt. Ja, natürlich, ja. Aber das kriege ich so nur so am Rande mit, weil ich dann irgendwo anders bin. Du bist ja quasi schon von Sinnen, während du da behandelt wirst. Ja. Oh, Domian, hör auf. Allein der Gedanke macht dich schon ganz rappelig, was? Kann man so sagen, ja. Weil ich bin Vollmasochist, was das angeht. Ja. Privatleben bin ich zwar dominant, lass mir von niemandem was sagen, aber so ja. In unserem Spiel lasse ich das schon zu. Also das ist natürlich alles eine Inszenierung und ein Spiel, so wie ihr das gerne mögt und wie es auch abgesprochen ist. Es ist eine Bereicherung des Sexuallebens, ja. Weil Ficken allein ist langweilig und SM hat viel breiteres Spektrum wie Klinikbereich, da geht es dabei auch im... Wem es denn zusagt. Ich wollte aber gerade noch was fragen mit den vorbeigehenden Spaziergängern. Ja. Gab es da auch schon unangenehme Reaktionen oder dass gar jemand die Polizei angerufen hat? Gab es mal einen Fall, aber die Polizei kam vorbei und hat gesagt, sie stören doch da keinen, solange sie es nicht in der Stadt so machen, ist es doch egal. Da sagt mal einer was gegen unsere Polizei. Also die sind tolerant gegenüber SM-Lern im Wald und sagen, okay. Ja gut, ich muss sagen, ich hatte einen Vorteil, weil dieser Polizist, der war mal ein Stammgast von mir in einem SM-Studio. Es wird ja immer verrückter. Ja, ich bin beschäftigt in einem SM-Studio gewesen. Ja. Und da kennt man seine Pappenheimer und da hat man schon bei manchen Sachen ein bisschen mehr... Und der Polizist war schon mal Kunde dann? Oder ja, Gast? Genau. Gast. Ja. Gab es schon mal Probleme mit dem Förster? Der Förster, ja. Mit dem habe ich mich unterhalten, habe gesagt, hör mal zu, ich habe hier Session und so, SM-mäßig. Und dann macht er, solange ihr die Bäume nicht abbrennt, ist es mir doch scheißegal. Ehrlich? Hat er auch so reagiert darauf? Ja, es gibt auch tolerante Leute, nicht so wie in der Stadt. Wenn er mit mir im Halsband da rumläuft, als wenn ich ein Hund wäre und ja. Die Leute klotzen einen so dumm an, das macht... Ihr seid ja krass drauf. Also du läufst auch gerne mal mit dem Halsband durch die Stadt, wo ihr wohnt. Ja, natürlich. Und dann also auf allen Vieren dann und dein Freund? Nicht auf allen Vieren, sondern Kälte am Halsband oben fixiert. Ja. Und er nimmt die Hundeleine. Ja. Und Domian, ich schwör dir, wir wollen nicht zeigen, was wir machen, SM, sondern die Toleranzgrenze. Und die Toleranzgrenze fängt da an, wo die Leute das auch wollen, verstehst du? Und Männer und Frauen sowohl als auch sind gar nicht so tolerant, wie die Gesellschaft auch sagt. Schon klar. Aber du gestattest, dass ich würde auch hingucken, wenn ihr hier durch die Stadt ging, durch Köln, mit dem Halsband, würde ich auch mal gucken zumindest. Das ist ja nun ein ungewöhnlicher Anblick. Komm schon mal vorbei. Dann kannst du es live auf dich sehen. Kannst auch das Kamerateam mitbringen. Lass uns auf den Wald zurückkommen. Hat denn diese Atmosphäre des Waldes, du hast gerade schon das Stichwort Aura gebracht, hat das wirklich so etwas Besonderes für dich, dass du es schöner findest, toller findest, als diese ganzen Spielchen, weiß ich, irgendwo in einem SM-Keller zu machen? Nun, da habe ich Luft, da habe ich Erde, da habe ich Wärme, also Feuer. Und da habe ich auch das Wasser manchmal, verstehst du? Und diese Elemente, die verbinden mich, weil wir sind ja alle Gare nur aus diesem Material gemacht. Ja. Und wie gesagt, also da bin ich meinem Satan näher als, und er freut sich auch drüber, wenn ich im Wald bin, das mache als in irgendwelchen Einrichtungen, Studios oder was weiß ich, keine Ahnung. Also da kommt eine ganze Menge Ideologie auch noch dazu. Mythologie, genau. Ich meinte Ideologie, aber ist auch egal. Ja, also der Wald ist euer, wenn ihr da eure Spiele treibt. Die Polizei hat nichts dagegen und der Förster hat auch nichts dagegen. Und dann ist doch alles erstmal im grünen Bereich. Ja, wir nehmen auch immer die Sachen mit, auch die Nadeln, die nehmen wir mit, die benutzt werden. Und also das ist alles sauber, wenn ihr wieder weggeht. Ist kein Baum, hat dran glauben müssen. Und es gibt keine irgendwie Müllrückstände von bösen Dingen. Auch so zu Hause? Nein, bestimmt nicht, dass ihr irgendwas liegen lasst. Bestimmt nicht. Bei mir ist es sauber und clean. Also, ja. Also SM und Wald muss auch clean bleiben. Ja, natürlich. Definitiv. Jetzt würde mich nur noch interessieren, du hast gerade erzählt, du arbeitest oder hast in einem SM-Club gearbeitet. Hast du auch noch einen
in Anführungszeichen normalen Beruf? Normalen Beruf für so Tabak verkaufen oder sowas in der Art. Ach so. Ich dachte, ich hätte sagen können, dass du Rechtsanwältin bist oder Krankenschwester oder so und ja, gut, Doppelleben führst. Aber im Moment ist das auch für mich Punkt, weil ich liebe diese Neigung und ich kann ohne die Neigung im Moment nicht sein, weil ich brauche das. Und anderer Beruf wäre ich unglücklich. Verstehe, und das lässt sich dann auch schwer miteinander kombinieren. Und ich kann nicht gesund nach Hause kommen. Verstehst du? Ja. Natascha, ich danke dir für die doch äußerst interessanten Ausführungen und wünsche... Autogramm haben von dir? Sehr gerne. Du legst auf, wir rufen dich an wegen der Anschrift. Alles klar, ich wünsche dir alles Liebe. Dankeschön. Gesund und ein gutes neues schwarzes Jahr. Nein, schwarzes hoffe ich nicht, aber ein gutes neues Jahr. Schwarzes Jahr. Alles Gute, tschüss. Viel Erfolg, tschüss. Tschüss. Unser Thema heute Nacht sind Waldgeschichten. Ich möchte gerne mit euch über Dinge sprechen, über Vorkommnisse, die ihr im Wald erlebt habt. Das können schöne sein, das können traurige Sachen sein, das können schräge, abgefahrene Dinge sein. Also was verbindet ihr mit Wald, wenn ihr so das Wort Wald hört? 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Der nächste Anrufer ist Tom und Tom ist 38. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. Ja, hallo Tom, guten Morgen. Hi. Wald. Was verbindest du mit Wald? Ich habe fast ein Dreivierteljahr im Wald gelebt. Aha. Warum? Ja, in der Nähe von einer kleinen Stadt hier in Nordrhein-Westfalen. Ja. Und aus dem Grund, ich bin seit über 20 Jahren heroinabhängig. Aha. Also heute aktuell immer noch? Aktuell immer noch, ja. Bin aber bei Sinn und Verstand. Also das hat unter anderem auch mit dem Wald zu tun. Also das Ganze hat sich daraufhin positiv verändert. Mhm. Erzähl doch mal, wie das war, als du ein Dreivierteljahr, wie lange liegt das übrigens zurück? Das liegt knapp 8-9 Jahre liegt das zurück. Ja. Wie kam das dazu, dass du ganz in den Wald gegangen bist? Hat sich dadurch einfach ergeben, ich wie das so ist als Drogenabhängiger, ich habe meine Wohnung verloren, ich habe Schulden gehabt, ich habe Ärger gehabt mit Leuten auf der Szene und hatte natürlich immer den Wunsch zu entziehen, zu entgiften, irgendwie klarzukommen und bin dann einfach, weil ich keinen Ausweg mehr wusste und halt auch entgiften wollte, aber nicht auf die übliche Art und Weise, das hatte ich alles schon hinter mir, bin ich halt in den Wald gegangen. Also das ist ja eine interessante Methode, sich selbst zu helfen. Andere gehen in eine Klinik oder weiß ich was, ja, du gehst in den Wald. Was hast du da in diesem Dreivierteljahr, hast du das ganze Dreivierteljahr ohne Unterbrechung im Wald gelebt? Ja. Was? Man muss doch mal irgendwas einkaufen gehen, oder? Ja, natürlich. Nein, also ununterbrechend. Ich habe im Wald gelebt, natürlich, das ist klar. Aber ich bin natürlich auch schon mal in die Stadt gegangen. Gelegentlich nicht direkt bis in die Stadt, sondern in die Peripherie, sag ich mal, wo große Einkaufszentren waren und ähnliches, wo ich mich dann versorgt habe mit dem Nötigsten. Ja. Was hast du den ganzen Tag im Wald gemacht? Nichts, ganz ehrlich gesagt nichts. Also ich habe, ich bin viel spazieren gegangen, meine Umgebung erkunden sozusagen, wie so ein Trapper, geguckt irgendwie, wo ich was zum Essen auftreiben kann, in irgendwelchen Scheunen, auf irgendwelchen Obstplantagen, Maiskolben, ähnliches, alles solche Sachen irgendwie. Ja. Nichts wirklich Konstruktives, viel gelesen. Ja. Ja. Und wie hast du geschlafen? Hattest du ein Zelt oder? Nee, ich hab kein Zelt gehabt. Ich habe einen Schlafsack gehabt. Ich glaube, die Bundeswehr macht das auch so. So habe ich das mal gesehen und so hatte ich mir das dann halt auch gemacht, aus diesen blauen Plastiktüten halt so ein Dreiecksding. Ah ja. Ne? So ja. Zwischen zwei Bäumen und auf einer Seite so runter, dass das halt auf die eine Seite windgeschützt war und so habe ich gelebt. Ja. Ist ja sicher auch eine sehr interessante Selbsterfahrung, wenn man so lange in einen Wald geht, also in eine Umgebung, die wir ja so gar nicht dauerhaft mehr kennen. Man geht mal vielleicht einen Spaziergang machen und das war es dann. Das stimmt, aber ich
Ich muss sagen, also ich bin bei meiner Oma groß geworden und meine Oma hat schon sehr nah am Wald gelebt und ich kann mich jetzt, wo wir gerade drüber reden, daran erinnern irgendwie, dass ich halt damals schon in der Kindheit und in diesen Zeiten, wo ich bei meiner Oma gelebt habe, immer Hütten im Wald gebaut habe und also den ganzen Tag, wenn ich bei meiner Großmutter war, immer durch den Wald gestreift bin, Hütten da gebaut habe. Also so eine Grundverbindung zum Wald war schon da. Genau. Und auch, hast du in dieser Zeit mal Menschen dort getroffen? Ich weiß nicht, wie tief der Wald da ist, wo du warst. Ja, der Wald ist eigentlich nicht sehr tief. Also er ist noch recht zivilisiert, sage ich mal, oder kultiviert. Und ich habe gelegentlich Leute getroffen, aber ich habe... Das waren dann aber nur Spaziergänger, oder war das auch beispielsweise ein Förster, der gefragt hat, was du da machst? Und Gott sei Dank nicht. Ich habe einmal einen Bauern getroffen irgendwie, dem habe ich auch gesagt, was ich mache, und er fand es nicht weiter verwundert. Fand es auch okay. Aber wie hast du dem Bauern, du sagst, ich habe dem erzählt, was ich mache. Was hast du dem konkret erzählt? Ich habe ihm gesagt, dass ich im Wald lebe im Moment. Hast du ihm auch gesagt, im Prinzip warst du ja auf dem, so kann man es ja unter Umständen ausdrücken, du warst auf der Flucht vor dem Heroin. Ja, das ist richtig. Ja. Kann man so sagen, ne? Ja, das ist richtig. Hast du in diesem Dreivierteljahr überhaupt kein Heroin konsumiert? Doch, insgesamt dreimal. Das heißt, immer wenn du rausgegangen bist, dann hast du dir was besorgt. Und war das für dich eine Niederlage, dass du es dann doch genommen hast? Bitte nochmal. War das eine Niederlage, dass du es dann doch genommen hast? Nö, das sehe ich nicht so, nein. Ich hatte es am Anfang so verstanden, dass es so die, ja, so deine eigene persönliche Therapieform sei, von der Heroinsucht loszukommen. Das war ein Versuch einer Therapieform. Ist der gescheitert, der Versuch? Der ist gescheitert, klar. Warum bist du dann nach einem Dreivierteljahr wieder rausgegangen aus dem Wald? Schlicht und einfach, weil so ein Leben auf Dauer in Deutschland nicht möglich ist. Ja, das ist einfach so, und ich vermisse das auch, ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich irgendwelche Berichte im Fernsehen sehe oder sonst was von irgendwelchen Leuten, die da in Kanada durch die Wälder tigern, wenn mich jemand dazu auffordern würde oder sagen würde, hier, dann würde ich das sofort machen. Ich vermisse diese Zeit wirklich. Ist sicher auch insofern eine interessante Selbsterfahrung, weil man ja auch sehr lange schweigt. Du hast ein paar Leute getroffen, aber eben nur ein paar in einem Dreivierteljahr. Ja. Man ist ganz auf sich zurückgeworfen und ist mit dem konfrontiert, was in einem los ist, ne? Das ist richtig, ja. Und das ist aber eine sehr positive Erfahrung, die ich gemacht habe. Würdest du es nochmal machen? Ja, jederzeit. Jederzeit, also... Warum machst du das nicht? Bist du beruflich eingebunden, dass es nicht geht? Nein, ich bin nicht beruflich eingebunden, ich bin strafrechtlich eingebunden. Das heißt? Wenn man das so sagen will. Ich bin 20 Jahre abhängig, diese Zeit war nur ein Dreivierteljahr und das ist auch schon 8, 9 Jahre zurück. Ich habe natürlich meine Heroinsucht oft mit Ladendiebstählen und Ähnlichem finanziert und es stehen Haftstrafen an. Ja, verstehe. Und ich bin aber jetzt auf dem Wege im nächsten Monat, also ab dem 5. Februar, auf einer Lebensgemeinschaft meinen Weg fortzusetzen, um dieser Haftstrafe zu entgehen. Das ist ein Bauerngut, auch relativ waldnah. Ja. Ach, das wäre aber eine legale Alternative zu deiner Haftstrafe? Eine legale Alternative. Ah, ja. Auch mit der Option verbunden, von der Sucht runterzukommen? Natürlich. Ah, ja. Nur darum geht's. Ne? Und dann wärst du wieder in Naturnähe und in Waldnähe. Und so könnte sich der Kreis vielleicht schließen. Genau, ja. Das hoffe ich. Ja. Lieber Tom, das war interessant. Und ich wünsche dir wirklich, dass du, ich meine, 20 Jahre ist eine verdammt lange Zeit, wenn man an einer Droge hängt. Und du hast wahrscheinlich schon viele Tiefen durchschritten. Das ist richtig. Dass du jetzt die Kraft findest, da in dieser neuen Umgebung, vielleicht einen Neuanfang. Die Kraft habe ich ständig irgendwie. Das Problem ist irgendwie, dass in Deutschland da halt rein rechtlich gesehen einem da oft nicht die Möglichkeiten lässt irgendwie. Wollen wir es mal nicht auf Deutschland schieben? Nee, ich glaube, oder, wenn man will, schafft man das.
die Justiz oft da nicht die Möglichkeit lässt, diese Möglichkeiten zu ergreifen. Ne? Gut, wie auch immer. Ich wünsche dir für das, was da vor dir liegt, alles Gute und wirklich viel, viel, viel Erfolg, dass du schaffst. Ich wünsche es dir. Okay. Alles Gute. Take care of yourself, huh? Dankeschön. Okay. Tschüss. Alles klar. Ciao. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Für euch kostenfrei. Und heute heißt unser Thema Waldgeschichten. Möchte gerne mit euch über den Wald reden, was ihr alles so im Wald schon an schönen oder auch weniger schönen Sachen erlebt habt. Hier ist Linda. Linda ist 23. Hallo Domian. Hallo Linda. Guten Morgen. Hallo. Du hast dich auch zu dem Thema gemeldet. Bitte? Du hast dich auch zu dem Thema gemeldet. Genau. Und zwar bin ich als 10-jähriges Mädchen, war ich bei einer Freundin und ich wollte halt nach Hause. Es war Herbst, es war halt schon ziemlich früh dunkel. Mhm. Und ich hatte da, die Wahl zwischen Straße oder Wald. Und Wald ging halt schneller. Mhm. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Und ich habe mich die ganze Zeit verfolgt gefühlt. Und das war auch so. Mhm. Ich habe mich immer umgeschaut, habe aber keinen gesehen. Ja, und dann als ich in dem Wald war... Welche Uhrzeit war das, wenn ich zwischendurch fragen darf? Ja, so 18 Uhr war das. Ja. 18 Uhr so ungefähr. Ja, und dann hat mich dieser Mann, der mich verfolgt hat, zu Boden gerissen. Mhm. Und hat mir sofort die Kleider vom Leib gerissen und mich geschlagen. Und also das war ganz schlimm. Und dann hat er mich vergewaltigt. Du warst 10 Jahre alt. Ich war 10 Jahre alt, genau. 18 Uhr, war es da noch hell? Nein, es war schon dunkel. Mhm. Ja. Was für eine schreckliche, was für ein unglaublich schlimmes Vorkommnis für ein Kind. Ja, das war ganz, ganz schlimm, war das. War dieser Mann maskiert? Ich konnte sein Gesicht, hatte gar nicht die Möglichkeit, in sein Gesicht zu gucken. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist man da auch in einer solchen Angst und Panik, dass man vielleicht auch gar nicht gezielt guckt. Genau. Er hat dich dann vergewaltigt. Genau. Und dann hat er von dir abgelassen? Dann ist er sofort, also er hat von mir abgelassen und ist abgehauen. Mhm. Ja, und habe ich da erstmal gesessen und erstmal bitterlich geweint, weil ich wusste überhaupt nicht, was los war. Ich kannte sowas ja gar nicht. Es war mir ja völlig fremd. Ja. Und dann bin ich nach Hause gelaufen. Also bei mir war auch keiner zu Hause. Mein Vater ist schon lange tot und meine Mutter war am Arbeiten. Und am nächsten Morgen bin ich dann zu meiner Mutter gelaufen und habe ihr das erzählt. Ach, am nächsten Morgen erst? Erst am nächsten Morgen, Hat die Mutter die ganze Nacht gearbeitet oder was? Ja, die ist nachts putzen gegangen, die war nicht da. Aber wie schrecklich, dann warst du, ich meine, dann war es ja auch irgendwie, dann warst du um 7 oder 8 zu Hause und warst dann die ganzen Stunden... Ja, ich habe in meinem Zimmer gesessen und vor mich hingekauert. Und hast niemanden angerufen, eine Freundin? Nein. Oder gar niemanden? Niemanden. Und hast gewartet, bis die Mama nach Hause kam? Genau. Da habe ich gewartet und dann bin ich zu ihr gelaufen und habe ihr meine zerrissenen Kleider gezeigt und ihr das erzählt und geweint. Und ja, und dann, also sie hat mir das nicht geglaubt. Weil sie meinte auch, ob ich auf mich aufmerksam machen will, und ich hätte das aus irgendwelchen Gründen erfunden. Das ist ja dann doppelt schlimm, wenn die eigene Mutter, die Hauptvertrauensperson wahrscheinlich für dich in der Zeit, das nicht glaubt. Ja, und dann, wie ging es dann weiter? Ja, ich habe ihr das, also das ging über Monate, dass also wir darüber geredet haben und Das Einfachste wäre doch für sie gewesen, mit dir zum Frauenarzt zu gehen und dich untersuchen zu lassen. Dann wäre es doch... Ja, natürlich, ja. Das hat sie nicht getan. Nein. Und natürlich, du warst ein Kind und bist auch nicht auf die Idee gekommen, zu sagen, hier so, lass uns das machen, dann kann ich es dir beweisen. Ja. Auf die Idee kommt man natürlich nicht in dem Alter. Nee. Hat die Mutter es nie geglaubt? Sie hat mir gesagt, sie glaubt es mir nicht, aber also ich denke mir da so, dass... sie es eigentlich schon geglaubt hat und es vielleicht nicht wahrhaben wollte. Das heißt, es wurde nie Anzeige erstattet? Nein. Das Ganze liegt jetzt 13 Jahre zurück. Das ist ja irgendwie auch noch nicht so lange. Wenn man sowas Schlimmes erlebt hat, sind 13 Jahre, kann das ja einem alles noch sehr nahe vorkommen, könnte ich mir vorstellen. Oder? Ja, also ich habe die Bilder immer noch vor Augen, ne? Mhm. Obwohl es schon halb 13 Jahre her ist. Hast du denn jetzt so in jüngster Zeit mit deiner Mutter auch mal drüber gesprochen? Oder ist das kein Thema mehr? Also ich hab sie nochmal, also es war dann jahrelang, wurde dann nicht mehr drüber geredet. Und ich habe sie dann nochmal drauf angesprochen, Mama, warum hast du mir nicht geglaubt? Und sie ignoriert das Thema völlig und sagt, ja, das stimmt nicht und
Aber macht dich denn das heute als erwachsene junge Frau nicht irrsinnig wütend, dass deine Mutter dir das nicht geglaubt hat? Ja, natürlich. Das ist unfassbar, finde ich das. Ja, meine eigene Mutter. Die eigene Mutter? Die eigene Mutter. Also selbst wenn sie, wie gesagt, wenn sie vielleicht irgendwie gedacht hat, du fantasierst, ein Gang zum Arzt und die Sache wäre klar gewesen. Ja, hat sie nicht gemacht. Das heißt, dieses Schwein läuft frei rum? Genau. Hat es vielleicht nochmal gemacht? Oder woanders nochmal gemacht? Vielleicht auch bei jemandem, der sich nicht traut, Anzeige zu erstatten? Oder man weiß es nicht? Man weiß es nicht. Du kannst auch gar nicht sagen, damals, ich meine, das ist ja so lange zurück, ob das ein älterer Typ war, ein ganz junger oder mittlerer, weißt du nicht? Ich weiß es nicht. Ich hatte keine Möglichkeit, ihn zu sehen. Wenn einem so etwas Schlimmes passiert ist als Kind, hat das natürlich immer seine Nachwirkungen in der Seele, in der Psyche. Ja. Ist das bei dir auch so? Ja, also so kann ich das nicht sagen. Zum Beispiel, ich bin jetzt in einer Beziehung seit 2 Jahren und das ist auch der erste Mann, mit dem ich geschlafen habe. Und vorher, ich habe da immer Abneigungen gehabt und wollte davon nichts wissen. Und jetzt halt der Mann, der ist richtig zärtlich auf mich eingegangen und dann konnte ich mich auch fallen lassen. Also ja. Das ging dann. Aber vorher schon eine Aversion gegen Sexualität? Ja. Und das hat sich Gott sei Dank jetzt aufgelöst. Genau. So, dass du auch dann den Sex mit deinem Freund genießen kannst. Genau. Ja. So, und du meinst es so jetzt auch im Griff zu haben, dass du sagst, ich muss auch jetzt nicht nochmal mich irgendwie psychologisch behandeln lassen? Ja, also wenn ich die Bilder so vor Augen habe, dann klar, das ist schlimm, aber ja. Ja, ich finde, man sollte da auch mal sehr genau in sich reinhorchen. Man muss ja auch nicht unbedingt immer. Manchmal ist es ja vielleicht sogar ganz gut, wenn man etwas erfolgreich verdrängt. Ja. Das sind sicher nur Einzelfälle. Wenn du da so gut mit leben kannst und du keinen großen Leidensdruck hast, würde ich das auch erstmal auf sich beruhen lassen. Ja, also ich habe auch Gott sei Dank es war ja nur meine Mutter und eine sehr, sehr gute Freundin von mir und da bin ich auch ganz froh. Also ich habe auch mit der lange und breit darüber geredet und ja, das tat also schon gut, dass jemand weiß. Hast du es denn deinem jetzigen Freund auch noch nicht erzählt? Nein, der weiß das auch. Ach, warum nicht? Ich weiß nicht. Also da habe ich irgendwie so Hemmungen, denen das zu erzählen. Ich weiß auch nicht warum. Da ist irgendwie so eine Sperre. Weil du vielleicht irgendwie Angst hast, dass er genauso reagiert wie deine Mutter? Ja. Oder dass er auf dich abweisend reagiert, dass er das irgendwie eklig also findet. Ich habe Angst vor irgendeiner Reaktion, die mir nicht so... Ja. Wie lange seid ihr zusammen? Jetzt knapp 2 Jahre, ja. Etwas über 2 Jahre. Kannst du dir auch mal überlegen, wenn dir das, wenn du doch denkst, das wäre ganz gut, dann wäre für die Beziehung auch gut. Weil zu einer tiefen Beziehung gehört ja auch, dass man sich alle gravierenden Dinge des Lebens so erzählt. Eben auch die schlimmen Sachen, es ihm vielleicht doch zu erzählen. Und ja, dann habe ich natürlich Angst, dass er dann sagt, ja, wieso erzählst du mir das jetzt erst? Weil du Angst hattest und weil das so eine schlimme Sache ist, über die man nicht mal so schnell herplaudert. Also meine These ist ja, wenn der Typ dich wirklich sehr lieb hat, dann wird er das verstehen. Und dann wird er auch sagen, okay, da geht jede Frau anders mit rum. Und die eine kann es sehr schnell sagen, die andere trägt es eher in sich. Musst du überlegen, wie du dich da auch am besten dann in der Beziehung fühlst. Ja, vielleicht ist das gar keine schlechte Idee. Also eigentlich ist es auch ein sehr, sehr einfühlsamer Mensch, der sowas eigentlich versteht. Ja, und es wäre vielleicht sogar sehr schön für dich, weil du dich, wenn er das weiß und gut reagiert, was ich hoffe, dass du dich dann vielleicht noch mehr bei ihm fallen lassen kannst, weil er dann wirklich alles so von dir weiß. Ne? Liebe Linda, wenn du möchtest, kannst du auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin führen. Dann kann die dir vielleicht auch noch ein paar Aspekte sagen, was sie dazu denkt. Oder auch nicht. Ich will es dir nicht aufreden. Ja, also ich glaube, das brauche ich erstmal nicht. Okay, das ist ein Wort. Ja. Liebe Linda, dann wünsche ich dir alles Liebe und alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss, Domian. Weiter geht es mit unseren Waldgeschichten und mit Christian. Und Christian ist 22. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Christian. Ja, ich bin gespannt, was du erzählst. Also, ich habe meine Waldgeschichte aus Australien. Oh.
Sehr weit weg, ja. Allerdings. Nordaustralien. Ja. Da gibt es den Kakadu National Park, ein riesen Regenwaldgebiet. Und da war ich 2 Monate lang, also knapp 9 Wochen, komplett alleine, auf mich selbst gestellt, im Wald unterwegs, im Regenwald. Ach, 2 Monate ganz alleine? Ja, also ich hätte nicht gedacht, dass es so lang wird. Wandernd oder wie? Wie bitte? Hast du gewandert doch oder wie? Genau, gewandert. Also, was heißt wandern im Regenwald? Wandern an und für sich, aber sich durch den Regenwald gekämpft, mehr oder weniger, ja. Mit Rucksack? Mit Rucksack, ja. Und so entsprechende Ausrüstung? Ja, also ich habe gewusst, dadurch, dass ich im Regenwald unterwegs bin, so wenig wie möglich mitzunehmen. Ich habe mein Gepäck auf 10 Kilo reduziert. Ja. Ich habe dabei gehabt, ja, von den 10 Kilo waren 6 Kilo schon mal Fotoausrüstung, weil ich die Sache natürlich schon auch festhalten wollte. Aber du bist nicht du bist kein Fotograf. Das war so eine. Nein, ich fotografiere hobbytechnisch sehr viel. Hobbymäßig, ja. Und hatte also auch einiges an Ausrüstung dabei gehabt. Ja. Ja, ganz wichtig im Regenwald natürlich die Hängematte hatte ich dabei. Ja, ganz wichtig. Am Boden wirst du aufgegessen von sämtlichen Getier. Ja, ja. Plane und ja, sonst war es eigentlich. Ein paar Gefäße und. Wie war die Temperatur? Temperatur, ja, tropisch. Das ist der tropische Norden Australiens, 35 Grad im Schatten, 99% Luftfeuchtigkeit. Also ein mörderisches Klima eigentlich. Ja, schon doch. Ich stelle mir vor, ich habe keine Ahnung, wie das da aussieht. Da gibt es mit Sicherheit keine Wege. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich meine, es gibt natürlich in diesem Park auch Wege. Der Park an und für sich ist gar nicht mal so groß. Und dann den kann man im Grunde auch in 2-3 Wochen abwandern. Mhm. Aber ich habe mir bewusst Zeit gelassen, ja, weil ich wollte den Regenwald erleben, ja. Und du bist bewusst von den Wegen abgegangen? Genau, ich wollte nicht die Wege marschieren, weil die Wege sind langweilig, da laufen alle. Ich wollte im Regenwald marschieren. Warum wolltest du das? Weil, also ich war ein Jahr in Australien und ich habe schon lange den Wunsch gehabt, mal dieses Waldgefühl sehr intensiv zu erleben. Mhm. Ja, natürlich auch überleben, ja. Ja. Und der heimische Wald ist immer langweilig geworden. Ja. Und diese Waldaktion da in Australien war eigentlich auch einer der Hauptgründe, warum ich nach Australien bin. Also auch so eine Selbsterfahrungsgeschichte? Genau, Selbsterfahrungsgeschichte. Also schaffe ich das, kann ich das, was ist das für ein Gefühl? Genau, das ist ja ein Extrem, dem du dich ja ausgesetzt hast. Schon, ja doch. Also ich vergleiche teilweise auch, es ist nicht ganz so krass, ja, weil es lang nicht so spektakulär aussieht und nicht so viel hermacht eigentlich, aber es ist vergleichbar mit Free Climbing. Mhm. Es ist zwar nicht ganz so krass jetzt, ja, aber man hat doch täglich sein Leben komplett und vollständig selbst in der Hand. Ja. Weil, ich meine, es gibt allerlei mögliches Getier, was da rumläuft. Lass uns da mal gleich einhaken. Schlangen. Bitte? Bitte? Unter anderem sehr giftige Schlangen im Norden Australiens auch. Das wollte ich gerade sagen. Also im Prinzip hast du da die ganze Zeit ja auch unter Lebensgefahr gestanden. Im Grunde, ne? Schon, ja. Ich mein, was waren die gefährlichsten Tiere dort für dich? Die gefährlichsten Tiere, natürlich allen voran die ganzen Giftviecher, Schlangen, Skorpione, Spinnen, ja, aller Art. Ja. Aber dann natürlich auch die größeren wie die Krokodile. Genau. Aber abgesehen davon, ich meine, das hört sich natürlich gefährlich an, aber wenn man sich entsprechend darauf vorbereitet, es gibt massenhaft Literatur. Ja. Ich habe viel gelesen über die Sache. Ich meine, weiß nicht, Rüdiger Neberg wird dir wahrscheinlich was sagen. Natürlich, oder? Ja, das ist der Mann, der genau. Insekten isst, ne? Ja, ja, war viel. Ich habe ihn auch kennengelernt, war auf Vorträgen mit dabei und alles und habe alles in den Büchern im Schrank. Ah ja. Also auch da habe ich eigentlich das meiste rausgeholt. Ja, und daheim entsprechend vorbereitet. Also es gab auch. Wenn man das vernünftig angeht und sich entsprechend vorbereitet, ist es eigentlich nicht schwer. Ja. Als Beispiel, ich habe mir schon, weiß nicht, 4 oder 6 Wochen, bevor ich da dann losmarschiert bin, habe ich angefangen, mir meine Schuhe früh morgens immer umzudrehen, um mir die Sohle anzuschauen. Mhm. Weil, wenn ich dann mal im Wald bin, ist es absolut vonnöten, dass wenn ich im Morgen aufwache und aus der Hängematte steige, sowieso erstmal auf den Boden schaue, mich irgendwie, keine Ahnung, von der Körperwärme sich eine Schlange irgendwie aufwärmen möchte. Mhm. Und sich ein Skorpion in meinem Schuh verkrochen hat, weil der noch warm ist, wenn ich aussteige. Da verkriegen die sich gerne. Ja. Und das sind halt so die kleinen Tricks, die man sich anliest und von Leuten, die sowas schon mal gemacht haben, erzählen lässt. Zum Beispiel das Schlafen. Das Schlafen auf einer Hängematte. Da hast du die Hängematte jeden Abend dann aufgestellt. Das ist so ein ganz kleines Ding, das ist vielleicht so groß wie deine Faust. Ja. 2 Meter lang, 1,5 Meter breit. Genau. Das letzte Teil kann man auch zum Fischen recht gut hernehmen. Könnte mir vorstellen, dass das auf der einen Seite sehr exotisch ist, da im tief finsteren Wald zu hängen. Andererseits aber auch sehr gruselig. Am Anfang war es definitiv gruselig. Ich habe davor schon in den Wäldern übernachtet. Allerdings waren das hier in Deutschland und in Europa. Da ist es, naja, nicht ganz so, sage ich mal, erstens nicht das Klima und dann auch nicht das Getier. Man weiß, man ist eigentlich einigermaßen sicher, ja. Hast du dich mit irgendwas zugedeckt? Aber kaum. Ich habe ein kleines Inlet dabei gehabt, so ein Stofftuch, so ein Stoffschlauch, ja, mehr oder weniger. Aber man braucht auch nicht wirklich viel Schlaf. Also frieren tust du eigentlich überhaupt nicht, weil es ist immer warm.
Wind geht im Wald auch keiner, von daher brauchst du eigentlich nicht viel zum Drücken. Ach, da geht kein Wind. Man braucht doch nicht wirklich viel Schlaf, obwohl ich jetzt wirklich am Tag, ich habe mir kein Limit gesetzt, aber ich war immer in Bewegung, ich habe gewandert. Mhm. Mal waren es 5 Stunden, mal waren es 8 Stunden. Wobei du wahrscheinlich sehr, sehr langsam vorangekommen bist, weil da ja keine Wege waren. Ja, klar. Hattest du denn so ein Machete immer in der Hand. Ja, genau, ich war so ein Buschmesser dabei und hast es dir geschlagen. Genau. Wie man das in Filmen, in Abenteuerfilmen sieht. Von was hast du dich ernährt? Ich habe mich von den Tieren und Pflanzen weniger, eher halt Tiere, weil ich mich mit den Pflanzen noch nicht so gut ausgekannt habe. Das heißt, welche Tiere hast du gegessen? Ich habe kleine Krokodile gegessen. Die kleinen Krokodile, ehrlich? Aber keine Baby-Krokodile, weil ich ja dann nicht wirklich in das Ökosystem eingreifen wollte, sondern die waren knapp einen Meter lang oder was. Und die hast du geschlachtet? Die Größe, an die ich mich halt auch hingetraut habe und wusste, okay, die packe ich, Und wie hast du die getötet? Mit meiner Axt. Das mit meinem Buschmesser halt möglichst schnell. Wohin sticht man ein Krokodil, damit es gleich tot ist? Ich hab einfach komplett gleich Kopf weg. Einmal durch und dann... Ich würde mir denken, dass so ein Krokodil sehr hart ist. Kriegt man das so durchgeschlagen? Die kleinen Dinger, also was heißt kleine, verhältnismäßig, die sind ein Meter, knapp ein Meter, 80 Zentimeter vielleicht. Die sind zwar auch schon recht zäh, aber ich meine, ich habe ein schönes, schweres Teil dabei gehabt. Und hast du dann diese Krokodile gebraten? Ich bin Koch vom Beruf. Ich habe in Australien auch gearbeitet und habe die Krokodile davor auch schon zerlegt. Ach so, wie praktisch. War das eigentlich überhaupt kein Thema. Aber du hast dir dann ein Feuer gemacht. Ich habe die Haut abgezogen, die Lederhaut. Das ist auch zum ersten Mal gemacht in Australien. Das ist ja irre, das ist ja absolut martialisch, was du da gemacht hast. Was aber auch, ich meine, das ist das, was mich dann auch wieder so interessiert. Und da kommen wir wieder zur Selbsterfahrung. Ja. Oder diese ganze Survival-Geschichte. Die Innereien des Krokodils schmeißt man nicht weg und sollte man auch möglichst weit entsorgen, dass sich die anderen Viecher nicht noch einholen. Ja, genau. Da habe ich die Innereien dann zum Angeln verwendet. Als Köder habe ich mir als Dessert dann einen Fisch geangelt. Oder ich habe eigentlich auch das meiste, am meisten habe ich eigentlich von Fischen ernährt. Wobei du doch gar nicht wusstest, welche Fische sind genießbar und welche nicht. Da gibt es eine ganz einfache Regel. Alles, was nicht fish-like aussieht, einfach meiden. Ah, ja. Also wenn ich jetzt so einen Kugelbollen am Anhaken habe, der irgendwie komisch aussieht, schmeiße ich ihn gleich wieder rein. Ja. Und wie war das mit dem Trinken? Zum Trinken, Bach, Flüsse. Es war kurz nach der Regenzeit, das heißt... Und da kann man so ganz unbedenklich dann das Wasser trinken? Wasser ist im Regenwald absolut kein Problem. Ja. Das beste, leckerste und frischeste und eigentlich auch bestimmt gesündeste ist das aus der Liane. Mhm. Wenn ich mir einen Meter Liane abschlage, kann ich schon fast duschen damit. Darf ich dich Tarzan nennen? Wie? Darf ich dich Tarzan nennen? Ja, hallo, <okay. lacht> Bist du denn in der Zeit irgendwann mal krank geworden? Nein, ich bin nicht krank. Das ist ja sensationell. Ich bin ganz beeindruckt, Christian. Ja. Du bist erst 22 Jahre alt und hast so eine heftige Sache gemacht. Ja, schon. Ja, vor allem war es auch interessant, abgesehen von dieser ganzen Abenteuergeschichte, jetzt mal auch so lange allein zu sein. Ja, natürlich. Und allein. Einen zu haben, mit dem man sich austauschen kann. Aber das sind ja doch absolut neue, unbekannte Erfahrungen, die man da macht. Und immer zu zweit macht sowas natürlich auch noch viel mehr Spaß, ja. Ja, aber es ist nicht so intensiv. Man soll jetzt nicht sagen, es ist schöner, ja. Es ist halt einfach anders. Ja, ja, natürlich. Mit dem man sich austauschen kann, mit dem man, keine Ahnung, Gefahren Virage schlagen kann, weil so einer kommt oder sowas. Das ist echt interessant. Man lernt sich das immer ganz anders kennen. Du hattest kein Mobiltelefon dabei. Ich hatte mein Handy dabei, allerdings da natürlich keinen Empfang. Ja. Ich habe es, ich glaube, Mitte des zweiten Monats mal rausgeholt und auch angemacht, und um zu schauen, ob ich Empfang habe. Ja. Und da der Akku vorher natürlich voll geladen war, habe ich so über bei der Überraschung entdeckt, dass ich tatsächlich vollen Empfang hatte, was eigentlich nicht wirklich eine große Überraschung war, weil ich wollte eigentlich möglichst weit weg vom Schuss. Ja. Ja. Habe aber dann die Gelegenheit trotzdem genutzt und erstmal meine Eltern daheim beruhigt und SMS nach Deutschland geschickt. Die müssen doch eine irre Angst gehabt haben um den Jungen. Die haben gewusst, dass ich das mache. Die haben aber auch gewusst, dass ich mir eben schon seit Jahren ein Nähberg-Fan bin und auch die entsprechenden Bücher lese und auch daheim schon viel gemacht habe. Ja. Risiko ist es natürlich immer. Ich meine, ich brauche nur ins falsche Buschwerk steigen und dahin geht's. Ja, aber ja, also allein die Tatsache, wenn du dir das Bein gebrochen hättest, hätte das schon ein Ende sein können, oder? Hätte es eigentlich schon. Ja, ja. Gut, es ist auch relativ, weil... Oder wenn du eine Blinddarmentzündung bekommen hättest, irgendwas. Die meisten Menschen möchten nicht glauben, was ein Mensch fähig ist, wenn es drauf ankommt. Ja. Warum machst du solche extremen Sachen? Um einfach mal, weiß nicht, zu erfahren, ob ich noch autark leben kann, ob ich noch zurechtkomme ohne die ganzen Annehmlichkeiten der Zivilisation. Mhm. Einfach zur Selbsterfahrung und vor allem, ich fühle mich da halt ganz anders gefordert. Ja. Im Alltag, im Berufsleben ist alles geregelt. Ja. Kaum mehr Gefahren im Grunde und sowas. Ja. Was würdest du sagen? Was ist das Essentielle, was du aus dieser Zeit mitgebracht hast, mitgenommen hast? Das Essentiellste. Also für den Alltag, für den beruflichen Alltag und auch im Privaten kann ich eigentlich so sagen,
es braucht doch einiges dann danach, gerade was das Psychologische auch angeht, bis es einmal umhaut. Das glaube ich. Und bis es einen richtig weghaut. Und das glaube ich. Wenn man genau weiß, durch die längere Zeit Erfahrung eben alleine in dieser Extremsituation, weiß nicht, kann man sich halt selber anders einschätzen und weiß, ja gut, okay, ist jetzt nicht wirklich ein Problem, wo andere sich halt gleich, keine Ahnung, ein Riesenproblem drin sehen und sagen, oh Gott, wie mache ich da weiter? Die zwei Monate, als sie vorbei waren, war das geplant mit den zwei Monaten, diese Zeit? Nein, das war nicht geplant. Ich habe mir kein Zeitlimit gesetzt. Das heißt, du hast dann von dir aus gesagt, jetzt ist gut? Nee, ich habe einfach gesagt, ich möchte einfach mal los, schau, wie lange ich das durchhalte, weil ich habe sowas ja noch nie gemacht. Ja. Dass es so lange werden wird, wie gesagt, war eine absolute Überraschung. Ich habe das auch nicht gewusst, weil ich bewusst keine Uhr dabei hatte. Ich wollte zeitlos leben. Aber war es denn so, dass du keine Lust mehr hattest dann? Nein, das war interessant, der Schluss, den habe ich nicht selber geplant. Der letzte Tag oder einer der letzten Tage war, gut, in Australien sind viele Touristen unterwegs, ich habe ein Auto entdeckt. Das war dann recht dreh schon, ich bin ziemlich aus dem Wald rausgekommen, das wurde dann immer lichter. Hat mir eigentlich nicht so gut gefallen, aber ich habe dann ein Auto entdeckt, erst gehört und dann gesehen. Und bin eigentlich total erschrocken. Und weil ich damit natürlich nicht gerechnet habe, man gewöhnt sich daran, allein unterwegs zu sein und ist sein eigener Herr. Und dann fährt auch ein knallrotes Auto durch die Gegend. Ich denke mir, um Gottes Willen, scheiße, und spring gleich in den nächsten Busch. und dann geschaut, gewartet. Man reagiert da schon fast wie Tiere, ja. Man gewöhnt sich da einfach dran. Ja. Erstmal Respekt. Und dann ist mir wieder eingefallen, okay, klar, Australien, hier, Kakadu Nationalpark, viel Touristen unterwegs. Ja. Okay, Auto, easy. Dann bin ich da auch möglichst, habe ich da möglichst Abstand gehalten, weil wenn die mich gesehen hätten, weiß nicht, was die gemacht hätten, verlaust, verfilzt, abgemagert. Ja. Und bin dann auch schon am nächsten Tag dann in Pine Creek oder ähnlich, wie das noch hieß, rausgekommen. Das war ein kleines Kaff. Ja. Haben wir dann Hostel genommen, so eine Jugendherberge. Und was dann interessant war, auch so die Schlusserfahrung dann, die das eigentlich alles so bestätigt hat, diese Freiheit auch, das war ein kleines Zimmer, weiß nicht, 5-6 Quadratmeter für $15 die Nacht. Ja. Das war total eng in diesem Zimmer. Total eng und bedrückend und keine frische Luft. Aber es war gar nicht schön. Noch hitziger und heißer, weil die Luft ja stand. Ja. Ich habe mir meine Hängematte geschnappt, bin raus und habe zwischen zwei Palmen dann wieder übernachtet. Christian, ich könnte mit dir eine Stunde reden. Ich finde das hochinteressant, finde das super. Du bist mittlerweile, davon gehe ich jetzt aus, in Deutschland wieder. Ich bin wieder in Deutschland. Und arbeitest hier als Koch. Ich bin in München angestellt. In München. Planst du irgendeine neue große Sache? Ich habe vor, Ende des Jahres wieder abzuhauen und dann auch möglichst ganz aus Deutschland. Aha, wo willst du hin? Wenn ich das wüsste, es gibt so viele schöne Plätze. Ja. Momentan ist Mauritius mein Favorit. Ja. Toller Typ, Christian. Das war interessant. Ich wünsche alles Gute und wohin es dich auch immer verschlägt, viel Glück. Super, eine Frage noch. Ja. Kannst du mir die Autogrammkarte schicken? Sehr gerne, sehr gerne. Super, wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Alles klar, danke. Tschüss. Ciao, servus. Und hier ist der Michael. Michael ist 33. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo. Hallo, Michael. Grüß dich. Ja, wo ich jetzt Waldgeschichten gelesen habe, habe ich erst gedacht, nee, im Wald habe ich nichts erlebt. Und dann habe ich nochmal nachgedacht und dann ist mir eingefallen, natürlich habe ich eine Waldgeschichte. Ich bin ja begeisterter Paraglider und mache den Sport jetzt schon seit 5 Jahren. Mhm. Und ja, es ist eigentlich für mich der Sport oder so eine kleine Sucht geworden, weil das ist eine Sache, wo ich recht gut relaxen kann und wo es mir gut geht dabei. Und ja, letztes Jahr, Juni, war es dann soweit. Mit ein paar Spätzeln zur Emberger Alm gefahren. Wo liegt das? Bitte? Wo liegt das? Italien ist es. In Italien, ah ja. Ja, genau. Mhm. Und, in Tirol, in Südtirol. Ja, genau. Ja. Mhm. Und war ein richtig schönes verlängertes Männerwochenende und ja, der vorletzte Tag war es dann, bin losgestartet vom Berg und der Landeplatz liegt schon ein Stückchen weiter weg, ist allerdings ein bisschen vom Wald umgeben, also ein bisschen eingekesselt, dieser Landeplatz. Ja. Und ja, kurzum, ich war im Anflug, ich hätte mehrere Möglichkeiten gehabt, den Landeplatz anzufliegen, bloß der Wind stand so, dass ich im Endeffekt doch ein bisschen den Wald nehmen musste. Und hab dann über den Wald gemerkt, hoppala, jetzt drückt es dich ziemlich runter. Und ich habe schon so den Landeplatz gesehen und habe so gedacht, das wird ziemlich knapp werden, denn die Wipfel kamen näher. Und ich habe gedacht, wenn ich jetzt nicht noch mehr Höhe verliere, dann könnte es klappen. Nur so kurz bevor der Wald zu Ende war, aber wie gesagt, ich war noch über dem Wald, habe ich dann so einen richtigen Drücker nochmal von oben bekommen. Und dann habe ich mir gedacht, hoppla,
da sind jetzt noch 4, 5 Baumreihen vor dir, das schaffst du nicht. Also jetzt such dir mal irgendeinen Baumwipfel auf, den du jetzt schnell umklammern kannst. Kann man eigentlich? Ich bewundere das ja immer, wenn ich die Jungs so sehe oder die Mädels, die das machen. Ja. Kann man in der Situation, die du jetzt gerade beschreibst, hat man das in der Macht, das Ding doch mal irgendwie hochzureißen? Nee, hochzureißen gar nicht mehr, man hat mir da keine Chance. Man kann da wirklich nur in so einer Situation hoffen, dass man nochmal eine Böe erwischt, die einen nochmal ein bisschen hochzieht. Ah ja, ja. Aber letztendlich kann ich da gar nichts mehr beeinflussen. Es wäre auch richtig, letztendlich immer, so kriegt man es ja auch gelehrt, sage ich mal, man macht ja auch einen Schein, die Objekte grundsätzlich mit 50 Meter Höhe Minimum zu überfliegen, weil darunter kann man es einfach nicht mehr berechnen, da kann einfach mal eine Böe kommen und es kann einen schnell runterdrücken. So, aber jetzt warst du kurz davor zu entscheiden, ich suche mir einen Baum. Ja, richtig. Und wie ging es dann weiter? Also in der Situation selber, sage ich mal, da ist mir alles durch den Kopf gegangen. Ich dachte, oh Scheiße, wie geht das jetzt hier zu Ende? Ja. Mhm. Aber ich kann noch nicht einmal sagen, dass ich so richtig gedacht habe. Das waren so 1000 Sachen, die dir in einer Sekunde durch den Kopf gehen. Ja. Aber es ist so ein Gefühl gewesen. Ja. Und letztendlich habe ich mir gedacht, ich muss jetzt einfach gucken, was passiert, weil letztendlich den Schirm kann ich auch nicht so ganz genau auf einen Baum zusteuern. Ich kann einfach nur hoffen, dass in dem Moment, wo ich in Wipfelhöhe komme, dass da auch im Endeffekt ein fester Ast ist, an dem ich mich festhalten kann. Und ja, Gott sei Dank im wahrsten Sinne des Wortes, ich habe einen richtig schönen dicken Wipfel bekommen, wo ich mich dann im Endeffekt, ich glaube, ich habe mich noch nie so fest an etwas festgeklammert. Hast du dich richtig mit beiden Armen festgeklammert an den Baum? Mit beiden Armen und beiden Füßen drumrum. Und aber es gibt ja so einen Ruck, wenn man dagegen kommt, sicher, ne? Besteht da nicht die Gefahr der Verletzung? Ja, richtig. Ich habe in der ersten Sekunde, als ich zugeflogen bin, auf diesen Baumwipfel geguckt und wusste jetzt, entweder ist es oder ist es nicht, und habe dann in der letzten Sekunde auch da noch ziemlich weggeguckt, weil ich mir gedacht habe, ich möchte mir den jetzt nicht unbedingt auf die Nase hauen. Ja. Und bin dann im Endeffekt im Baum drin gehangen, und als ich ihn dann umarmt hatte, dann habe ich kurz ein bisschen links und rechts erst geguckt und habe gesehen, dass ich meinen Gleitschirm neben dem Baum noch also festgefangen hatte, und in dem Baum, wo ich saß, war ich noch fest drin. Also ich war durch die Leinen des Schirms auch noch fixiert. Mhm. Also ich saß da, muss ich ganz ehrlich sagen, auch noch ganz bequem. Ne? Sicher ein sehr, sehr lustiger Anblick. Ja. Hattest du Schmerzen in dem Moment, als du da dich festgeklammert hattest? Nee, gar nicht. Nee. Und es ist dann auch ohne Verletzungen alles glimpflich abgegangen? Ich muss ehrlich sagen, ich habe es erst ein, zwei Tage später gemerkt, dass ich am Oberkörper da schon eine Prellung hatte, die habe ich dann gespürt, im Moment überhaupt nicht, und hat auch an den Innenschenkeln, durch das, dass ich da richtig fest mich in dem Moment festgekrallt habe, habe ich da dann doch schon blaue Flecken gehabt, und die habe ich ein paar Tage später schon gemerkt. Aber harmlos, ne? Wie lange hingst du denn oben dann in diesem Baum, bis man dir geholfen hat oder bis du dir selbst geholfen hast? Wie war das? Ja, nun mal, erst war ich da oben und dachte mir, oh Gott, ja, wunderbar, was geht jetzt? Ich meine, gut, man hat schon öfter mal mitgekriegt, durch das, dass ich den Sport schon länger mache, wie das dann abläuft. Mhm. Nur war es letztendlich so, ich habe im ersten Augenblick niemanden um mich rum gesehen, dem ich irgendwie schreien könnte, und Handy hatte ich auch keines, im Endeffekt natürlich griffbereit da. Mhm. Und ich hatte dann das Glück, dass seitlich ist da so ein kleiner Weg, so ein Wanderweg vorbeigegangen, dass da, das war ungefähr 5 Minuten, 10 Minuten, ich kann es gar nicht mehr einschätzen von der Zeit, ungefähr so war es ja jedenfalls aus meinem Gefühl raus, kam ein älterer Herr, der mich gesehen hat von der Ferne, ob alles in Ordnung ist, und der war natürlich auch ganz aufgeregt, ich sowieso natürlich auch, und habe gesagt, ja, soweit ich das jetzt fühlen kann und soweit ich mich jetzt hast du es denn dann geschafft, alleine runterzukrabbeln, oder musste irgendjemand noch zur Hilfe kommen? Ja, nee, mir musste jemand zur Hilfe kommen. Ich habe dann dem Herrn unten gesagt, okay, ich kann Ihnen nur dann die Flugschule jetzt sagen, die da in diesem Dorf ist, oder ob er jetzt im Endeffekt ein mobiles Gerät hat, dass er das über die Auskunft herausfindet. Das hat er Gott sei Dank gehabt, hat die erreicht. Die wiederum haben dann im Endeffekt, und das ist die Sache, die dann immer abläuft bei solchen Situationen, den Hubschrauber geholt. Also, gut, aber das dauert ja alles dann noch. Wie lange hat es gedauert, bis du dann endgültig auf dem Boden warst?
2 Stunden. 2 Stunden? Ja. 2 Stunden hängt man ja auch nicht so gerne mitten auf einem Baumgipfel. Nee, ne? Überhaupt nicht. Wobei ich da noch Glück hatte. Also ich hatte schon von anderen oft erfahren, die sind zum Teil 3, 4, 5 Stunden oben gehangen. Ne? Aber das Wetter war gut natürlich, sonst hättest du es dann... Das Wetter war Gott sei Dank gut und ist auch konstant geblieben. Es wurde nicht mehr windiger, weil ich hatte schon immer ein bisschen Panik. Der Baum hat gewackelt. Ja, die haben ein bisschen geknarzt. Also ich habe da schon mit mir zu kämpfen gehabt da oben. Wirst du denn weiter den Sport betreiben, obwohl jetzt so etwas vorgefallen ist? Ja, schon. Ja. Weil man lernt daraus. Es ist einfach eine Sache, wo ich weiß, okay, ich hätte wirklich auch in dieser Situation anders reagieren können. Ja. Das war eine harte Lehre, aber es war eine Lehre und wir werden trotzdem weitermachen. Ja. Na, dann wünsche ich viel Glück und das sollte das nicht wieder passiert, Michael. Alles Gute. Tschüss. Danke, ciao. Manfred ist hier. Manfred ist 47 Jahre alt. Guten Morgen, Manfred. Ja. Hallo. Hallo, Manfred. Ja, also ich habe eine aus meiner Sicht faszinierende Story, die ich gerne erzählen würde. Ja. Brauche auch sicher keinen Psychologen. ich habe eine ganz große Liebe erlebt, die sehr bizarr ist und sehr seltsam. Aha. Und zwar habe ich für einen Mann, in den ich mich sozusagen Love at First Sight verliebt habe, 4 Stunden nackt in den Wald gekniet, bei Frost im Winter, mich mit Wasser übergossen und dann 4 Stunden da gekniet. 3 Stunden sollte ich und 1 Stunde durfte ich aus Dankbarkeit. Ja, warum? Bei Frost? Ja. 4 Stunden und dann noch mit Wasser überkippt? Ja. Also nackt? Nackt, ja, das war schon eine ziemlich harte Kiste. Warum? Wie soll ich sagen? Um ihm deine Liebe zu beweisen? Nein, das war, hat sich etwas anders eingefädelt. Wir haben uns kennengelernt über einen Chat und uns dann auf einen Kaffee getroffen für eine Stunde, lebt nicht in Köln, in einer anderen Stadt in Deutschland. Und dann sagt er, also da war was ganz Merkwürdiges. Bei diesem Kaffeetrinken guckt er mich an und sagt zu mir, soll ich dich hier gleich zusammenschlagen oder später und wollen wir woanders hingehen? Und bei mir war das so, als ob so ein magnetisch, wie bei Matrix, als ob so ein magnetischer Flow zwischen uns war. Ne? Das muss ich vorab fragen, geht es hier irgendwie um SM? Ja, genau. Ach, und ich wusste das aber nicht von mir. Also ich wusste schon, dass ich SM mag, aber ich wusste nicht, was das für eine Qualität sein kann. Hattest du denn Erfahrungen vorher im Bereich SM? Das schon. Das schon, aber ich habe mich nicht definiert im SM-Bereich als Sklave oder nicht Sklave oder als Masochist oder nicht Masochist. Ich wusste einfach, dass SM geil sein kann und da habe ich Spaß mit gehabt. Ist natürlich auch ein sehr, sehr schöner Anmachspruch. Soll ich jetzt hier zusammenschlagen oder gehen wir woanders hin? Aber der Clou war so, dieser magnetische, es war so, ich konnte nicht mehr unterscheiden, ob eine Stimme in meinem Gehirn das sagt oder er. Aber er war's. Er war's, klar. Er war's. Und er bewegte sich ein bisschen vor und ich bewegte mich zurück wie so ein magnetisches Band. Ich guckte auf den Boden und in mir war Grauen, ich guckte hoch, in mir war Freude und ich lächelte ihn an und ich verstand mich selbst nicht. Soweit die Vorgeschichte, noch sind wir nicht im Wald. Genau. Und dann sagte, habe ich eine SM gekriegt, deine Augen sind wahr und ehrlich, ich weiß, was du suchst. Und eine SMS. Eine SMS. Mhm. Ich weiß, was du suchst und ich kann dir das liefern. Du bist aber mental und körperlich dazu nicht in der Verfassung. Mach mal Sport, so nach dem Motto. Und dann fing ich an mit Bodybuilding und bin immer schöner geworden. Und dann hat er mich so ein bisschen trainiert. Aber wie geheimnisvoll alles. Ja, es ist ja das Faszinierende. Es war, immer mehr habe ich meine Kontrolle über meinen Willen graduell abgegeben. Ja. Bis ich dann irgendwann meinen Willen ganz abgegeben habe und nur noch gemacht habe, was er wollte. Und dann kamen so Sachen, 14 Tage vor kalt duschen und vor dem Fenster, offenem Fenster im Winter knien, bis zu diesem Gipfel, so, wo ich dann 4 Stunden im Wald gekniet habe. Das heißt, er hat dir quasi den Befehl dazu gegeben. Genau. Und ich habe gesagt, geh in den Wald, zieh dich nackt aus. Genau, und er war nie dabei. Er hat mir immer geglaubt und ich habe das auch immer gemacht. Und es war wirklich so? Es war wirklich so. Dann bist du alleine in den Wald gegangen, im Winter? Ganz alleine, ohne habe mir natürlich ein Handy als Notfall hingelegt. Und hast 3 Stunden... 3 Stunden und 1 Stunde zusätzlich aus Dankbarkeit. wie aus Dankbarkeit? Ihm gegenüber. Also das hat er auch so formuliert. Und was war das jetzt mit dem Eimer Wasser? Ich habe dann einfach so eine Flasche Wasser mitgenommen und mich vorher übergossen.
Und dann vor den 3 Stunden? Vor den 3 Stunden. Das heißt, du hast eine nasse Haut gehabt und warst bei Frost draußen. Ja, 4 Stunden, nicht 3, ne? 4 Stunden, genau, ja, genau, ja. Und wie viel Wochen hast du danach im Krankenhaus gelegen? Na, ich bin danach ich musste mich dann ja anziehen, hatte auch eine Taschenlampe dabei, da habe ich noch meinen Schlüssel verloren, bin aufs Fahrrad und nach Hause, habe mich ins Bett gelegt, konnte kaum kriechen, ist ja klar, ne? War das sogar in der Nacht? Das war in der Nacht. Ach, das war in der Nacht, das macht das Ganze ja noch heftiger. Ja, genau. Und es war, habe ihm sogar noch eine E-Mail geschrieben, ich habe das gemacht, aber ich kann dir im Moment nicht sagen, wie es mir geht, ich werde mich morgen melden. Und dabei habe ich mein Ego verloren. In dieser Nacht habe ich mein Ego verloren. Ist das was Positives? Ja, das war, ambivalent. Das Geile daran, ich bin in etwas angekommen in meiner Seele, was ich vorher nicht kannte, und zwar flehen. Ich wusste, ich habe gefleht in mir. Ich wusste nicht, wonach ich flehe oder warum ich flehe oder dass ich flehe, dass etwas aufhören möge, sondern dass sozusagen die Essenz des Flehens selbst habe ich gefühlt. Ist jetzt sehr schwer für jemanden, der damit nicht vertraut ist, da so zu folgen. Ja. Lass mich noch mal so ein paar profane Fragen fragen. Also, bist du krank geworden? Nein, ich bin... Du bist nicht krank geworden? Absolut nein. Ich war ja auch durch die ganzen Vorübungen mit dem Verzichten duschen und vor dem Fenster knien und so weiter. Wann war das? Das war jetzt vor 3 Jahren. Und gibt es diesen Mann noch in deinem Leben? Also jetzt ist es vorbei. Ich würde gern noch ein bisschen... Darf ich noch... Ist noch Zeit? Ja, natürlich. Ja. Der Clou ist, es war nur eine geistige Beziehung. Wir sind uns nie real begegnet, außer diesem einen Gespräch im Café. Ach. Und das Verrückteste, was passiert ist, und das ist auch der Grund, warum ich anrufe, durch die Führung, der hat mich durch alle möglichen Erfahrungen geführt, habe ich dann irgendwann eine Krise, also nach dem Wald habe ich mein Ego verloren. Ich kam im Flehen an und danach flog mir mein Leben um die Ohren. Alle alten Traumata kamen hoch. Mhm. Also zum Beispiel, das will ich nur kurz anreißen, weil nicht mehr so viel Zeit ist. Meine Mutter hat mal versucht, mich zu töten. Dann hat sie Selbstmord gemacht. Mhm. Dadurch hatte ich einen tiefen Hang in die Suizidalität. Mhm. All das kam wieder hoch. All das musste ich durcharbeiten. Ich hatte als junger Mann mal eine Psychoanalyse absolviert, auch ganz erfolgreich offensichtlich, und hatte auch das Rüstzeug, damit fertig zu werden. Mhm. Und der Clou war, irgendwann war der Druck so groß und die Liebe auch so groß und die Sehnsucht, und er kam ja nicht, dass ich dann für ihn gesungen habe in meiner Wohnung. Ich habe mich hingekniet und für ihn gesungen. Was hast du gesungen? Von Chris Rea, Every Step I Take, Every Breath I Take. Du saßt in deiner Wohnung, hast gesungen? Für ihn, ja. Für ihn. Mhm. Und dann ist ein Rauschen durch den Körper gegangen, von den Fußsohlen bis zur Schädeldecke. Jede Zelle brummte vor Glück. Das ist ein elektromagnetischer Flow gewesen. Der hat mich seitdem nicht verlassen. Das heißt, diese ganze heftige und sehr bizarre Aktion, die du jetzt erzählt hast, hat sich für dich ausgesprochen gut ausgewirkt. Ja, nun kommt der Hammer. Kommt noch ein Hammer. Noch eine Steigerung. Noch ein Hammer, ja. Also das war natürlich klasse. Ich bin in meiner Liebe angekommen. Ja. In der Liebe, die in meinem Herzen angelegt ist, in der bin ich angekommen. Ja. Und genau in dem Moment hat er mich fallen lassen. Das ist Sadismus. Das ist Sadismus. Ja. Ist dieser Mann viel älter und erfahrener gewesen als du? Nee, ist ein bisschen jünger. Sogar noch jünger. Ja, das ist ein geborener Sadist. Und das Verrückte ist, es kam dann Geld ins Spiel und er wollte halt... Es ging nicht um Liebe für ihn. Er wollte halt mich versklaven. Und das Verrückte ist, wenn man dann fallen gelassen wird, man geht so weit nach unten in sich, dass man den Mann, den man so sehr begehrt, meistens, viele sind dann bereit, sich aufzugeben. Mhm. Aber da hast du die Kurve gekriegt? Nö, da habe ich gedacht, mein nicht. Ah ja. Da habe ich ihm natürlich geht man durch die innere Hölle, das ist klar. Ne? Ja. Das ist nicht so einfach, wie ich dir das jetzt erzähle. Also eine ganz tiefe Selbsterfahrung hast du hinter dir. Und ich habe ihm dann eine E-Mail als Abschied geschrieben, wenn ich doch nur Achtung vor dir haben könnte. Aber so warst du nur nützlich und ich bin in meiner Liebe angekommen und ich wünsche dir noch viel Spaß. Nie wieder was von ihm gehört? Ja, er hat darauf nicht mal mehr geantwortet, sondern dann mein Profil geblockt. Das ist ja verrückt. Könntest du dich jetzt mit diesen Erfahrungen wieder verlieben in einen Menschen? Ja, klar. Ja, ja klar. Besser als vorher sogar noch? Ja, das Verrückte ist, ich kann jetzt
in die Seelen anderer Menschen schauen. Das konnte ich vorher nicht. Ui, ja, ja. Das würde ich natürlich jetzt gerne mit dir vertiefen. Das geht leider nicht mehr, weil die Sendung vorbei ist. War aber eine sehr abgefahrene Geschichte, die du erzählt hast. Ja, ich bin auch wirklich richtig glücklich. Das sei dir gegönnt und da freue ich mich drüber. Ja, nur schade, dass dieser Mann nichts taugte, ne? Ja, allerdings. Lieber Manfred, danke für deinen Anruf und danke für die Schilderung. Gerne. Alles Gute, tschüss. Ja, tschüss.